Hallo Leute, willkommen zurück hier in Final Fantasy VII. Eris ist verschwunden. Sie ist nicht mit der Gruppe mit dabei. Das kann ich mal zeigen in der PHS. Schon wieder die falsche Taste. Ich muss mal die Tastbelegung bei Zeiten ändern. Sie ist nicht mehr dabei. Sie hat etwas gesagt, dass sie in einen Wald geht. Aber nicht viel weiter. Es ist ein Wald, der ziemlich gut versteckt ist. Und habe ich noch erzählt? Ja, habe ich. Bitte, MP auffüllen. Danke sehr. Mit dem Lebens passt auch noch. Die Materie habe ich letzten Part noch ein bisschen gemacht, habe ein paar Gegner gezeigt. Wer hat das zweite Ebene gebracht? Das war schon einiges. So, auf geht's in dieses Lager hier. Das man eigentlich findet, wenn man in der Welt ein bisschen herumkutschiert. Es ist ein... Na, was ist das hier eigentlich? Bone Village. Interessant, dass nicht übersetzt wurde. Also Knochen... Knochenort. Wörtlich übersetzt. Ja, hier ist irgendwann mal was abgestürzt und hier sind halt ein paar Archäologen, die das Ganze zusammenkratzen. Willkommen in Bone Village, der Stadt für Naturliebhaber. Was willst du? Weißt du, wo Eris ist? Was machst du? Wir graben! Das ist, als würde das Land die Geschichte des Planeten erzählen. Aha. Weißt du was von Eris? Sprichst du von einem Mädchen? Ich habe sie gewarnt, aber sie ist trotzdem in so einem schlafenden Wald gegangen. Genau, in den schlafenden Wald ist sie gegangen. Wo ist die Stadt des alten Volkes? Die Stadt des alten Volkes? Oh, du meinst wahrscheinlich die vergessene Stadt da. Oh, ja, hab gehört davon, hab gehört. Wo ist sie? Keine Ahnung. Super, muss mir selbst den Text einfallen lassen. So. Der schlafende Wald ist gleich da hinten eigentlich, soweit ich weiß. Und hier hinten war auch nichts, ne? Ich weiß nicht, warum hier ein Häuschen ist, aber... Es ist einfach da. Hallo. Du kannst den schlafenden Wald, keine Leertaste, mit der Mondtafel aufwecken. Das heißt, wenn der Wald wach ist, öffnet er dir eine Straße. Das rosa gekleidete Mädchen, das gerade im Wald ging, ist, hatte auch eine Mondtafel, um dort den Wald zu finden. Okay, dann will ich auch eine. Frag den Typen im Zelt unten. Wir verwenden das neueste System für die Suche nach vergrabenen Schätzen. Mit Hilfe von Bomben simulieren wir Erdbeben und überprüfen dann die durch die Erschütterung erzeugten Talwellen. Oh. Das Ausgraben geht sehr langsam. Die Schätze, die wir ausgraben, kommen in die Kiste neben dem Zelt. Vergiss das nicht! Okay. Der Wald hier ist der schlafende Wald in Klammer. Im Moment schläft der Wald und jeder, der jetzt hineingeht, wird verwirrt. Du kannst hineingehen, aber vielleicht kommst du niemals wieder raus. Aber ein rosa kleines Mädchen und ein Mann mit schwarzen Umhang sind gerade hineingegangen. Glaubst du, dass mit ihnen alles in Ordnung sein wird? Schau mal direkt nach! Es hat geheißen, ich brauche eine Mondtafel. Mir egal, ich gehe einfach mal knallhart rein. Diesen Ort hat hier Cloud in seinen Traum gehabt. War es dann wirklich ein Traum oder nicht? Nebenbei ist hier nicht irgendwo... Moment... Ich suche gerade was. Oder kommt es erst später? Egal. Ich soll danach denken. Einfach mal geradeaus weitergehen und auf einmal bin ich ganz woanders. Ich gehe hier ewig im Kreis, Leute. Ewig. Das heißt, ich komme hier nicht weiter. Wenn ich hier zurückgehe, komme ich hier zu diesem Bildschirm hier. Das heißt, ihr braucht die Mondtafel. Ihr müsst die Mondtafel finden. Wo sie ist. Der alte Mann, der Mann da unten im Zelt soll es uns sagen. Naja, dann fragen wir ihn mal. Vielleicht, weißt du was, hat er einen Mondtafel für uns? Hallo? Der Mondtafel ist irgendwo hier vergraben. Wenn du willst, können wir sie für dich ausgraben. Okay, bitte. Sofort. Du suchst nicht nur nach der Mondtafel, oder auch gar nicht sonst. Ich will nur die Mondtafel haben. Der Rest interessiert mich nicht. Okay, muss ich dir ein paar meinen Leuten geben. Zeig uns, wo wir graben sollen. Ja, aber ich weiß doch nicht, wo... Bitte drücke die 4-Taste, um eine Belegschaft in Position zu bringen. Okay. Ich würde mal sagen, hinter Ecke vielleicht? Das kostet 100 Gil, hier einen Typ hinzustellen. Ich kann jetzt überall hingehen und Typen hinstellen, aber Leute, macht das nicht. Das ist Geldverschwendung. Okay, Bombe, gleich nehmen wir natürlich. Bams! Voll auffällig. Jedes Belegschaftsmitglied wird die Erschütterung messen und sich dann in Richtung des verborgenen Objekts aufstellen. Dann muss ich Sichtlinien der Mitglieder schneiden, befähigt sich die Aufgabenstelle. Das ist sehr wichtig, wenn ihr etwas Bestimmtes sucht, einen bestimmten Ort. Aber man sollte nur einen hinstellen, dann ist nämlich der Fixpunkt dort, wo der steht. Tja. Und dann sucht ihr bitte genau hier.
Ja dann, das dauert die ganze Nacht. Die graben dann genau dort, wo ich hier Fake gedrückt habe. Und wenn sie es gefunden haben, ist es in der Kiste. Das kann man eigentlich so lange machen, bis einem die Kill ausgehen. In diesem Fall war es... nichts drin. Aber da grabt doch jemand, da muss doch was sein. Hin und wieder findet man doch andere Schätze. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich will etwas graben und ich will einen guten Schatz. Dann finden die ja zum Beispiel auch Materia oder Items, aber nichts Weltbewegendes, Leute. Nicht, wo ich sagen will, hey, das braucht man ganz unbedingt. Später im Spiel ist es hier auf jeden Fall sehr wichtig, wieder herzukommen. Viel später. Merkt euch dieses auf jeden Fall. Oh, ich glaube, das war ein normaler Schatz, was ich jetzt gehabt habe, ne? Ich glaube, ja. Die Mondtafel ist wirklich sehr gut versteckt. Sehr gut. So, ich erwische genau den Ort noch. Ihr könnt mir gar nicht glauben, wie lange ich hier beim ersten Mal zu gebraucht habe. Also, ihr sucht in jedem kleinen Pixelort, also ihr kann hier, sondern hier, 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 das wäre auch noch irgendwie möglich, aber man kann nicht reingehen. Also ist das irgendwie ausgeschlossen. So, die Belegschaft. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man das natürlich weiß, aber stell dir vor, ihr spielt das Spiel zum ersten Mal und ihr wisst nicht, wo die Mondtafel ist. Ihr habt kein Lösungsbuch? Da sucht man ja Stunden! Ich hatte das beim ersten Mal spielen zum Glück nach einer Stunde schon. Nämlich genau hier. Ich hoffe, das ist hier richtig. Es war hier, wo das... wo der Rauch fast aufhört beim Haus hier. Genau, wo ich jetzt stehe. Das muss ich warten, bis er hier ist. Genau, dann vier Klick und sagen, ich will nicht mehr Leute haben. Es reicht, wenn ihr einen hinstellt. Dann Bombe. Die Bombe kann man nicht übergehen, die muss man zünden. Der Text hier kommt auch immer wieder, was ziemlich nervig ist. Tja, und dann... grab mal schön. Wenn ich jetzt richtig erwischt habe, kriege ich gleich die Mondtafel. So. Aber stellt euch das mal vor, ihr spielt das zum ersten Mal und ihr wisst das nicht. Da sucht man wirklich sehr, sehr lange. So, habe ich den richtigen Ort erwischt? Ja, die Mondtafel erhalten. Wusste ich doch noch. Was gibt's hier denn sonst noch so Items? Also, hier nennen wir alle Materie. Ein paar Tränke gibt's hier. Nichts Weltbewegendes. Wo das Ganze ist... hier ist bei den X ist was, glaube ich. Dann ganz hinten in der Ecke, im zweiten Stock oben. Ist auf jeden Fall mehr als wie unten. So, den Mond hat es vergraben. Ich habe sie schon, aber der checkt das nicht. So, schauen wir mal, was hast du denn zu verkaufen? Diamantreif. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der hat 5 Schächte. Das Runenarmband ist aber besser. Das hat 4 Schächte, aber hat die Verstärkung doppelt. Ein paar Hyper einkaufen. Ich kauf mal 3 Runen an, bitte. 4 als Reserve, so. Und rüste es mal aus. Leider haben diese Runenarmband, obwohl... Drachenarmband wäre... Na, ich lass mal Drachenarmband. Und gebe Runenarmband Sid und meinen lieben alten Vincent. Leider haben diese keine Verbindungslots. Aber dafür haben sie doppelt AP. Was mir gar nicht so schlecht ist, auch für MP-Absorbierung. Auch nicht schlecht für Gegenangriffe und Stehlen. Stehlen dauert sowieso übelst lange, bis das mal wieder auflevelt. Bis das überhaupt auflevelt, dauert das sehr lange. Am besten noch in Kombination mit doppelt in der Waffe. Dann bekommt man so viel. Moment, das brauche ich nicht mehr. Zusatzeffekt Mystifizieren auf Waffe brauche ich nicht, da ich die Schleife habe. Das heißt, ich tue das mal auf die Waffe. Das heißt, wenn ich draufhaue mit physischen Angriffen, kann ich den Gegner auf Tobsucht hauen. Das ist eher nicht so gut. Machen wir lieber was anderes. Vergiften. Verkleinern. Schlafstumm. Der war gar nicht mal so schlecht. Was könnte man noch machen? Wie wär's mit Tod? Das ging ja auch. Mit Zerstören. Aber der Effekt nimmt so selten auf. Oder man macht Zusatzeffekt Zeit. Das geht auch. Das kann den Gegner verlangsamen oder stoppen. Wenn man Pech hat, macht es ihn sogar schneller. Aber ich mach das mal. Zusatzeffekt Zeit auf Waffe will heißen, mein Angriff kann Gegner langsam oder stoppen oder den Hastmodus versetzt, was hier nicht steht. Was aber sehr, sehr selten zum Glück vorkommt. Sonst würde es irgendwie sinnfrei sein. So. Mit der Mondtafel akzeptiert uns, könnte man sagen, der Wald
Ohne ihn sucht man wirklich ewig. Dass die Mondgrafe, Mondtafel genau hier ist, auf das muss man mal kommen. Ohne Lösungsbuch, ohne ihn nachzuschauen. Da sucht man lange. Na egal, weiter. So, und jetzt müsste es da sein. Ups, auf einmal wird der Bildschirm ganz grün. Grünverschiebung, cool. Der Schlafelwald ist aufgewacht. Guten Morgen. So, jetzt müsste hier irgendwo eine Materie herumkullern. Irgendwo müsste hier eine Materie herumkullern. Wo ist sie denn? Die sieht man auch schlecht, das weiß ich noch. Wo ist sie denn? Die war doch hier irgendwo. Moment, hier ist ein Pixelfehler. Seht ihr das, Leute? Genau vor meiner Nase hier? Da ist ein Pixelfehler beim Baum. Wirklich, ein Pixel ist falsch. Der ist nämlich pink. Nicht meine Schuld. Hier war doch eine Materie, oder habe ich Alos? Die war genau hier. Ah! Komm her! Kiata! Boah, was ein Name. Ist ein Samen, der ziemlich schwer zu kriegen ist, haben wir gerade eben gesehen. Es ist ein Esper, sage ich mal gerne, der etwas interessanter ist. Moment, das wollte ich nicht machen. Es ist nämlich ein Summon, der 110 ist und hat Feuer, Eis und Blitzzauber in einem. Will heißen, wenn ihr diesen Summon ruft, der 110 EP kostet, was mal gar nicht wenig ist, hat er gleichzeitig Feuer, Eis und Blitzelementar. Nachteil ist, sobald ein Gegner ein Element von den drei absorbiert, macht er keinen Schaden mehr. So, war hier was? Ich glaube nicht, das sieht so gut aus, ne? Da können wir natürlich auch Gegner. Natürlich, was wir erwartet. Gegner los? Ha, dann weiter. Wir sind auch ziemlich nervig, soweit ich mich erinnern kann. Was haben wir hier? Die Maltänzer und die Bondfant. Interessant. Und ich rufe Kiata! Und ich rufe Bahamut, weil es so schön war. Und soweit ich weiß, hat Kiata hier irgendwie fast nie einen Effekt auf die Gegner. Kiata ist nach meiner Meinung das schlechteste Summon im Spiel, eben weil er aus drei Elementen besteht. Falls ein Gegner da ist und mir sagt, ja, ich absorbiere kein Element, ist es natürlich geil. Aber so... Tetra Desaster! Ich rufe Kiata! Blitzelementar! Eiselementar! Und nicht vergessen... Feuer! Das Ganze verwandelt sich in einen... Stier. Das ist Kiata. Wow! Und eine Bodenwelle. Die in der hinteren Reihe haben ein Element, das sie absorbieren. Darum hat das sie jetzt auch geheilt. Mega Flare! Ich rufe Bahamut! Der Drachen! Hallo, mein Süßer! Hatte ich schon fast vermisst. Ob du besser bist wie Leviathan, lässt sich noch immer streiten. Flügelschlag. Und Feuer! Mjungs! Dunks! Und die halten das sogar aus. Ja? Nein, tun sie nicht. Denn diese Gegner haben einen Effekt, wenn sie sterben. Sie zaubern Todesstrafe auf denjenigen, der sie umgebracht hat. Das heißt, die Kämpfe hier dauern etwas länger. Und nochmal. Todesstrafe. Falls ihr die Todesstrafe in eurer Feindesquellenmaterie hier noch nicht habt, hier könnt ihr sie lernen. Aber ernsthaft, dann die Todesstrafe, das nervt, dass sie immer es machen. Todesstrafe, Todesstrafe. Das dauert auch noch, bis die Animation ausgeführt wird. Etwas nervig. So. Ich setze mal Sid und Cloud auf Zornmodus. Vincent auch. Dann mach ich mal auf. Einfach mal so. So. Na, die Kämpfe hier sind sehr nervig und vor allem, da sie auch noch Element absorbieren, ist Kiata etwas meh. Hier gibt's einen Wasserring. Der ist nett. Absorbiert Element Wasser, soweit ich weiß. Nein? Setzt es auf Null sogar. Also es absorbiert nicht. Also bekommt er dadurch kein Leben. Aber es wird auf Null gesetzt.
Also jetzt gar nicht mal. Naja. Es geht. Es gibt Schlimmeres, aber auch Besseres. So. Diese Maltänzer sind sehr fies. Sie halten so einiges aus und setzen euch auf den Langsam-Modus. Mit ihrem wilden Tanz, den sie haben. Tanz, genau den meine ich. Ist zwar nicht sehr viel Schaden, aber verlangsamt eure gesamte Gruppe. Das kann dann ziemlich lange dauern, bis eure Leistung wieder voll wird. Cloud hat Schutz davor wegen der Schleife. Schleife ist einfach nur geil. So, wo ging sie nochmal weiter? Ich glaube hier links, ne? Ja, hier hoch. Dann durch diesen Baumstamm durch. Whoops! Auf der anderen Seite raus. Und mal auf die Karte schauen. Und da war nix, ne? Na, da war nix. So, willkommen im Tempel. Wir sind hier im Coral Valley. Coral Valley. Der Weg herunter ist ziemlich coole Aussicht. Ist hier Eris durchgewandert? Sephiroth auch? Wir haben jetzt gerade eben sowas mitbekommen, ne? Da hat der Typ gesagt, eine junge Frau ist durchgekommen und ein Mann mit schwarzen Kutte und ein neuer Gegner. Moment, nicht Limit, ich will Gegnernamen sagen. Der Hungry, der heißt Hungrig, auch fies. Und er zaubert euch klein. Was fies ist, denn ihr macht, wenn ihr klein seid, nur einen einzigen Schaden, physisch. Magische Angriffe machen noch immer sehr viel Schaden. So, Meteorregen! Blabuhu! Tschüss. Vincent sieht klein so putzig aus. So. Ach, Cloud muss sein Meteorregen noch ein paar Mal öfter machen. Ein paar Mal. Und hier war's, ne? Ja. So. Wir sind Korallwelle. Und jetzt sind wir ganz woanders. Wir sind nämlich in der Außenwelt hier unten. Tja. Die Eiszapfenregierung. Einfach mal einen Stock runtergegangen. Hier war also Eris unterwegs. Mit Sephiroth. Hinter Gebäck. So, und achtet auf die Musik, Leute. Sie ist geil. Do, do, da, 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 bam. Da, 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 bam. Ich mag diese Atmosphäre. Die ist einfach nur geil. Willkommen in der vergessenen Stadt, Leute. Es gibt hier drei Wege, also in der Mitte, links und rechts, schauen wir uns alle an. Zuerst mal links, denn da waren ein paar Schätze da drüben. Natürlich gibt es hier Schätze, was haben wir erwartet, dass hier alles leer ist? Und es gibt hier auch Random-Kämpfe. Ach, nebenbei, falls ihr die PC-Version habt und nicht Windows 95, kann das Spiel hier sehr, 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 habe ich schon sehr gesagt, sehr oft abstürzen. Ach, da hatte ich meine Probleme. Das könnt ihr mir glauben. Damals mit Windows XP, das war ein ziemliches Durcheinander. Mit Windows 7 geht es zwar etwas besser, aber auch nicht perfekt. So, hier haben wir Zauber. Erhöht eure Magie. Und hier ein leuchtender Stein, den man ansprechen kann. Oder? Das ging doch mal. Nein? Ah, doch, geht. Wort des alten Volkes? Ist nicht, ich verstehe nichts. Wie reden die? In der Sprache, die wir nicht verstehen. Wahrscheinlich redeten sie steinisch. In Steinsprache, was denn sonst? So, diesen Ort hier sollte man sich merken. Als erstmal runter. Wups! Und hier rechts war eine Schatzkiste. So, aufmachen. Ein Aurora-Armband. Ach, ich glaube, das war auch so ein magisches Armband, oder? Ja. Es hat eine sehr gute Verteidigung. Hat aber nicht so viele Slots, leider. Hm. Hat eine wirklich sehr gute Verteidigung und auch eine sehr gute Magieverteidigung. Und es setzt sogar Eisangriffe auf Null. Ich behalte es mal, aber ausrüsten durch es nicht, da ich das Runenarmband habe und somit meine AP auf der Materie verdoppelt wurde. Ich will da hoch. Ich will... Okay, dann halt so rum. Halt gut. Ich will Musik wirklich... Sie ist passt perfekt. So einfach hier rein, da kommt man oben wieder raus. Wups! So, was ist jetzt noch? Ja, das hier. Was das auch immer ist. Ein großer, leuchtender Stein. Tja. Mehr ist das nichts. Das ist kein Schatz, das ist nix. Rente. Nada.
Und soweit ich weiß, kommen hier unten, wo ich jetzt bin, auch keine random Gegner. Und hier hinten war kein Eingang, ne? Nein. Es gibt hier nur einen Eingang, nämlich den da oben. Dann kommt man hier rein und dann wieder raus. Etwas witzig, aber dieser Ort ist doch etwas mysteriös. Was hat es denn mit auf sich? Tja, wer weiß das schon. Einfach mal liegen lassen, im Raum stehen lassen. Sucht das euch aus. Denn wenn ich damit zu viel anfange zu reden, dann spoilere ich ungewollt. Ist ja klar. Eins kann ich euch verraten. Der Ort ist sehr mysteriös. Schauen wir mal in die Mitte rein. Wups! Soweit ich weiß, gab es da hinten einen sehr coolen Schatz. Moment. Ganz langsam unterwegs. Ein Schritt nach dem anderen. Also wenn es hier keine Lauftaste geben würde, ich würde ausrasten auf Dauer. Das würde ja ewig dauern. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und die Happy. Hier gibt es keinen anderen Weg. Also da zeigt der Cursor zumindest nichts an. Ein sehr mysteriöser Ort. Das sieht aus wie eine riesige Muschel hier. Ja? Eine sehr große Muschel. Wie ich das, wer die gemacht hat hier. Hier wieder ein paar Steine, die in Steinisch reden. Und ein riesiger Fisch. Wow. Und zwar, ich weiß, war da oben sogar noch etwas, nämlich ein Materia. Ja, eine grüne. Die Komet-Materia. Komet ist eine sehr coole Magie. Ich tue mal statt. Ich habe so viel Materia. Langsam kenne ich mich nicht mehr aus, wie viel ich habe. Schokobomok, Feind anlocken. Erkennen, stehlen. Ja, okay, erkennen brauche ich eher nicht. Aber es wird auch mal bald gemastert, ne? Sollte zumindest mal werden. Zumindest, er sollte mal aufstufen, dann bekommt er seinen zweiten Stern. Bahamut, Gegenangriff. Ich brauche irgendwie gerade alles, aber trotzdem. Die Komet-Materie ist ein Zauber. Die Effekte sind auch ziemlich interessant. Stärke minus, Vitalität minus. Dafür mehr Magie und mehr Zauberverteidigung, mehr MP. Bisschen krass, aber die Magie ist auch sehr, sehr stark. Ich hau mal dafür kurz Stelen raus. Und schau, ob ich einen Random-Kampf hinkriege, obwohl. Kommt hier einer? Lass mich mal nachdenken. Kommt hier ein Random-Kampf? Ich glaube nein. Dafür was anderes. Ich brauche meine Feindeskönnen wieder. Nach langer, langer Zeit. Es gibt hier nämlich bald einen Gegner, der mir wieder Feindeskönnen beibringt. So wie damals die Schlange mit Beta. Wobei Beta ja eine Feuermagie ist. Und Twine die Blitzmagie. Was fehlt noch? Stimmt, die Eismagie. Die auch auf alle geht. Aber ich glaube, sowas gibt es mit Feindeskönnen nicht, oder? Ich könnte mich dort nicht an einen erinnern zur Zeit. So, hier hinten war nichts, nur ein Fisch und die Kometmaterie. Die Kometmaterie ist wirklich sehr gut, Leute. Und auch sehr stark. Einziges Problem an dieser Materie ist, sie ist sehr teuer. MP. Das kann man ausgleichen, indem man MP-Absorbierung mit ausrüstet als Nebeneffekt. Also nicht mehr so teuer. Also, wie kommen wir? Sind in einem riesigen Ort. Und wieder. Steine! Ah! Nochmal! Ah. Dieser Bewusstseinsstrom. Könnte es die Worte des Alten sein? Ich verstehe nichts. Tja. Cloud versteht kein Steinisch. Ihr vielleicht? So, hier eine Kiste mit Wachsamkeit. Erhöht eure Vitalität um 1. Falls ihr euch fragt, wann ich diese Dinger mal reinpfeffere auf meine Charaktere. Mal sehen, wann ich Probleme kriege. Sagen wir so. Dann mache ich es, ja. Und auf wen? Tja, das ist irgendwie immer random. So. Hier ist eine weitere Kiste. Mit Elixier. Oh, Elixier, cool. Davon gibt es nicht allzu viel im Spiel. Und stimmt, ah ja, da hinten eine gelbe Materie, die ziemlich fies zu kriegen ist. Ich frage mich, ob die Besitzer es verwendet haben. Was dann? Ah, ich bin total am Ende. Warum ruhen wir uns nicht aus? Später, Leute. Nein, nicht ausruhen. Einfach weitergehen, dann bekommt diese Materie hinten. Eine weitere Feindeskönn-Materie liegt hin. Einfach so rum.
Einfach so. Habe ich noch MP? Ja. Aber trotzdem, eine Runde hinlegen wäre gar nicht mal so schlecht. Und damit ich das tun kann, muss ich einmal rausgehen aus dem Haus und dann wieder rein. Dann kann ich mich hinlegen. Das ist ein bisschen fies gemacht, aber... Einfach mal hinlegen. Ein kurzes Ausruhen ist immer gut. Gratis Heilung der HP und MP ist sowieso gut. Einziger Nebeneffekt, dass mein Hyper-Status weg ist. Leider. Naja, kann man ja wieder machen. Hm? Da kann man nicht schlafen. Ich fühle es. Vincent. Was ist los? Eris ist hier. Und Sephiroth auch. Wenn das stimmt, müssen wir uns aber mächtig reinhalten. Hey, woher weißt du das? Es ist keine Ausrede. Ich fühle es in meiner Seele. Wenn das wahr ist, müssen wir uns beeilen. Es kann jeden Augenblick etwas Schreckliches passieren. Ach, was soll schon passieren? Okay, wir müssen uns beeilen und Eris suchen. Sofort! Nicht so beschlafen, ja? Wie gesagt, gratis Heilung. Und ich brauche meinen Zornstatus. Bitte sehr. Danke sehr. Wir sind jetzt in der Nacht unterwegs. Die Musik ist leider weg. Oh, schade. Ich werde sie vermissen. Es ist so dunkel hier. Na klar. Ich weiß zwar nicht, wie spät es ist hier im Game, aber es passt. So, hier hinten war ich noch nicht. Und dann geht es genau noch einen Ausgang hier. Und warum der Bildschirm hier so laggy ladet? Ich habe keinen blassen Schimmer. Jetzt bin ich hier unten. Ich war vorhin da oben. Jetzt bin ich hier unten. Was hier unten ist, wie ihr seht, nix. Nur ein großer Steinklotz, der hervorhebt. Mehr ist ja nicht, Leute. Nein, da ist nix. Ich hab Nein gesagt! Da ist nix. Keine Kiste oder sowas. Warum es diesen Weg dann überhaupt gibt, fragt mich nicht, sonst gebe ich euch wirklich die Antwort darauf. Und hier geht es nicht weiter, zumindest. Anscheinend. Wir müssen Eris finden, also sofort! Da hinten ist zwar ein Ausgang, aber ich darf da nicht hin. Katzin von Cloud verhindert es, dass ich dorthin gehe. So. Wie kommt man jetzt weiter, fragt man sich. Schaut euch ein bisschen um. Das wäre die richtige Antwort. Die Stimme Eris. Kommt sie von hier? Was, dorthin? Da war ich aber schon. Na gut, dann schauen wir mal hin. Dann schauen wir mal hin, was da hinten ist. Ich war ja schon dahin, da habe ich ja die Kometmaterie bekommen. Aber wenn dort die Stimme von Eris sein soll, da muss doch irgendetwas sein, oder? Aber interessant, auch wenn es Nacht ist, hier scheint die Sonne rein. Außerhalb ist es Nacht, ja? Aber hier? Nö, nix da. Voll hell. Ich weiß, am Mond auch Licht gibt. Und schaut mal, der Fisch ist weg. Was zur Hölle? Wo ist der Fisch hin? Ich werde vermissen. Der arme Fisch. Oh nein, wie kann man dem Fisch das nur antun? Einfach mal runtergehen. Und wow, was ist das hier? Vergessene Stadt? Ich glaube gerne, dass man die vergessen hat. Das sieht ein bisschen nach Glas aus. Ziemlich nach Glas. Ja? Wer das immer gebaut hat, das muss sehr krass gewesen sein. So, hier ist ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt, wo man keine PHS nutzen kann. Verdammt! Das geht wirklich nicht? Ach, verdammt, ich wollte das machen. Ich wollte hier gerade meine zweite Sperrung benutzen. Und wo habe ich das mal gespeichert? In der vergessenen Stadt. Wo war denn das nochmal? Okay, ich mache jetzt eine dritte Speicherung auf. Die brauche ich nämlich. Damit ich euch einige Cutscenes zeigen kann.